Es gibt ja einige Leute, die begeben sich auf den spirituellen Weg. Und dann kommen sie plötzlich auf die Idee, dass sie ihren Beruf an den Nagel hängen müssen. Muss man das wirklich machen, wenn man spirituell wird? Oder darf man auch weiter seinem beruflichen Erfolg nachgehen? Hallo ihr Lieben. Als ich noch in Köln therapeutisch tätig war, kam irgendwann mal ein Klient zu mir. Er war sehr aufgeregt, er setzte sich auf mein Sofa und fragte sofort, muss ich jetzt alles, was ich habe, aufgeben? Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen selbstständigen Mann mit Frau und 2 Kindern, der gerade auch in ein neues Haus eingezogen war, das er sich gerade gebaut hatte. Und nun ist er irgendwie auf den spirituellen Weg gekommen oder hat durch eine Fügung zu mir gefunden und war sofort in Angst und Panik, dass jetzt alles zusammenbrechen würde, was er sich bis dahin aufgebaut hat. Oder dass ihm das weggenommen werden würde oder ich ihm das sogar empfehlen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber diese Frage treibt viele Menschen um. Beruflicher Erfolg und Spiritualität. Beißt sich das? Ist das ein Widerspruch? Kann und darf man, obwohl man spirituell ist, beruflich erfolgreich sein? Natürlich. Du weißt ja gar nicht, was das Leben plant. Das Leben drückt sich auch als dich dort aus, als du, und es steuert den Körper, und wir glauben bloß nur, dass wir es sind, die irgendwas tun und was entscheiden. Das nur nochmal als Grundlage und zur Erinnerung. Also wenn du jetzt angenommen ein Manager bist, eine Kauffrau, ein, was kann man noch sein, Pilot oder ein Angestellter, eine Angestellte irgendwo, oder wenn du eine Arbeiterin bist oder ein Beamter, kannst du natürlich das behalten, was du gerade machst. Beruflicher Erfolg schließt sich überhaupt nicht mit Spiritualität aus. Es geht vielmehr darum, die wahre Natur hier zu erkennen, und jene, die das schaffen, erfahren dann einfach relativ schnell mehr Sicherheit, mehr Zufriedenheit, mehr Liebe und aber auch mehr Wertschätzung für sich selbst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man lässt sich nicht mehr so rumkommandieren, weil man weiß, was man in Wahrheit ist. Also es kann passieren, dass Menschen, die du als Autoritätspersonen empfunden hattest, das können auch Eltern sein, das können aber auch Chefs sein oder Menschen aus der Politik oder Leute, die du bisher bewundert hast, dass du sie nicht mehr so ernst nimmst. Das heißt nicht, dass du sie nicht mehr respektierst, das heißt aber, dass du nicht mehr zitterst und erstarrst, wenn so ein Mensch den Raum betritt und du irgendwie denkst, unbewusst wahrscheinlich, ich bin doch nur ein kleines Licht. Und bisher hatte dieser Mensch dir vielleicht etwas zu sagen oder du glaubtest, dass dieser Mensch dir was zu sagen hatte und du dann gehorchen musst. Und durch den spirituellen Weg, wenn du dein wahres Selbst entdeckst, merkst du immer mehr die Gleichheit aller Menschen. Es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr in der Essenz, im Wesen von einem Abteilungsleiter oder einem Angestellten oder von einem Präsidenten irgendeines Landes oder einem Bettler. Die Essenz ist vollkommen gleich. Und somit geschieht dann irgendwann eine Angleichung in deinem Inneren und du betrachtest jedes Wesen auf Augenhöhe, auf echter Augenhöhe. Natürlich haben wir noch immer mit unseren Ego-Mechanismen zu kämpfen. Das geht also nicht sofort auf einen Schlag. Ich verspreche hier nicht, dass sobald das sogenannte Erwachen eintritt, dass sich alle Charaktereigenschaften sofort auflösen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn das sogenannte Erwachen eintritt, ist erstmal der Weg freigeräumt für eine Heilung alter Verletzungen. Dann geht das erst so richtig los. Also man ist nicht instantly heile wieder und ganz, oder zumindest fühlt man sich nicht so, das dauert eine Weile. Natürlich ist man schon die ganze Zeit heile und ganz, aber das wird ja einfach verdeckt durch unseren Glauben an ein kleines Ich, an die Ich-Illusion, an das Ego, an die Gedanken, an das ganze Geplapper, an diesen ganzen Schleier in uns. Du kannst also deinen Beruf genauso fortführen wie bisher, bloß diesmal mit mehr Sicherheit, mit mehr Frieden und mit mehr Wertschätzung dir selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen, weil du weißt, was sie in Wahrheit sind. Und dann kann es passieren, dass du Noch erfolgreicher wirst in deinem Beruf denn je, denn nun kannst du Ja sagen, wenn du Ja meinst und Nein sagen, wenn du wirklich Nein meinst. Du schaffst es also, auch mal eine Grenze zu ziehen, in dem Wissen, dass es in Wahrheit keine gibt. Du schaffst mehr Klarheit. Und so kann der berufliche Erfolg sich noch besser einstellen. Du setzt dein Licht nicht unter einen Scheffel, du opferst dich nicht für irgendwen auf, denn wenn du sowas tun würdest, gibst du die Verantwortung, die du jetzt in dieser Form hier hast, hauptsächlich für dich selbst, ab. Das heißt also, wenn du nicht gut für dich sorgst und dich nicht um dich selbst kümmerst, kannst du auch gar nicht dich um wen anderes kümmern oder die Belange deiner Firma oder deiner Nächsten bedienen. Ist unmöglich. Und wenn du das machst, ist es nur hohl, unzufriedenstellend und da werden irgendwann Rückschläge kommen. Du wirst es irgendwann wieder merken, aus einer unheilen Haltung heraus kommen viele Dinge unheil zu dir zurück, das aber nicht um dich zu bestrafen, sondern um dir einfach nur aufzuzeigen, da ist noch irgendwas, was ich mir noch angucken sollte, in mir selbst. Beruflicher Erfolg kann natürlich auch dann heißen, dass du auf einmal merkst, wo bin ich denn hier gerade? Was mache ich überhaupt? Oder was interessiert mich das Ganze? So ist es mir hier ergangen. Ich war beruflich recht erfolgreich und plötzlich in irgendeinem Meeting wachte ich zum ersten Mal auf und fragte mich, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich? Was soll das Ganze? Also genau das, was ich gerade beschrieben hatte. Und dann war relativ schnell klar, das ist nicht mein Weg. Und einen Monat später schon hatte ich gekündigt, bin dann weggezogen aus Hamburg hin nach Köln und habe dann eine andere Laufbahn zunächst begonnen, nämlich die des Heilpraktikers. Aber auch das war nur ein Übergangsstadium für einige Jahre. Es war sehr wertvoll, aber das war auch nicht das, was meine ursprüngliche Funktion war. Das war ein anderer beruflicher Erfolg. Und es kann auch sein, dass dir das auch passiert, dass du auf einmal merkst, wo ich hier bin, das ist nicht der richtige Baum, auf dem ich sitze. Ich möchte woanders hin. Und vielleicht möchte ich sogar den ganzen Wald wechseln. Es kann aber auch sein, dass du nur auf einen anderen Baum springen möchtest, wenn ich mal diese Metapher benutzen darf, und dann was anderes machst. Es kann also sein, dass du deine Spiritualität mehr in das Leben hineinträgst, aber das muss unbedingt nicht sein. Das sind die wenigsten Leute, die dann auf einmal anfangen, darüber zu sprechen, Bücher zu schreiben oder irgendwas zu machen. Das ist eine Funktion, die vom Sein gegeben ist und ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal irgendwie vor einer Kamera sitze und YouTube-Videos mache. Aber es bereitet mir eine große Freude und daran kannst du merken, was beruflicher Erfolg ist. Es hängt gar nicht damit zusammen, ob man damit überhaupt irgendwas verdient oder wenig oder viel oder mittel. Es spielt keine Rolle. Der berufliche Erfolg ist der Erfolg, wenn du das, was du machst, mit Freude machst, mit Liebe zu dem. Natürlich sind wir ins Menschsein eingebunden, wir haben auch mal immer noch unsere täglichen Problemchen, dann funktioniert mal irgendwas nicht und man flucht leise vor sich hin, das darf alles sein. Also es wird auch mal bei aller Spiritualität irgendwas nicht klappen, das macht aber nichts, dann einfach Kopf hoch und weitermachen. Und beruflicher Erfolg nochmal für dich ist, wenn du auf einmal merkst, ja, das ist genau das, was ich wirklich vom Herzen her will. Vom Herzen her, nicht vom Ego-Verstand, der dir sagt, ich habe ein super Abitur damals gemacht mit 1,0, ich muss jetzt Ärztin werden oder Arzt, auch wenn meine Eltern sich das wünschen. Das hat mit beruflichem Erfolg nichts zu tun. Du kannst dann ein berühmter Wissenschaftler werden oder ein Akademiker, eine Akademikerin, eine solche Karriere verfolgen und dann vor Gram und Kummer mit kurzem Alter versterben. Zum Beispiel, wo ist dann der berufliche Erfolg? Vielleicht gibt's dann sogar noch einen Grabredner, der sagt, der war sehr erfolgreich. Ja, aber wenn man so lebt, kann man sich selbst wunderbare Krankheiten anschaffen. Man kann sich grämen, man kann sorgenvoll werden, depressiv sogar. Vielleicht hast du dann irgendwelche chronischen Erkrankungen, Ausfallerscheinungen, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, Stresssymptome, Kopfschmerzen und du wunderst dich, woher kommt das bloß? Dann bist du nicht auf dem richtigen Baum. Schau also genau hin, ob dein Herz hüpft, wenn du an eine bestimmte Tätigkeit denkst oder sie ausübst oder ob du in einen Flow kommst. Kennst du das? Du machst irgendwas und merkst gar nicht, wie die Zeit verfliegt, aber nicht aus Stress, sondern einfach, weil du dich in einem sanften Fluss befindest und alles geht wie von selbst. Und das auch, wenn es anstrengend ist. Das ist dann der Eu-Stress. Es gibt Dis-Stress, das ist der eher negative Stress, und der Eu-Stress, dann machst du das mit Freude. Beruflicher Erfolg ist, wenn du Liebe hineinträgst in das, was du tust, und das, was du tust, auch liebevolle und friedvolle und bewusste Früchte trägt. Wenn du Menschen damit etwas Gutes tust oder zu irgendetwas beiträgst, durch einen Servicegedanken, der vielleicht hinter deiner Tätigkeit steht, oder irgendeine Sache, die für dich einen wirklichen Sinn hat, dann hast du beruflichen Erfolg. Und es kann auch sein, dass ein paar Euro dahinterher geschlürt kommen. Es kann aber auch nicht sein. Das spielt gar keine Rolle. Das Leben sorgt für dich und es sorgt für sich selbst, und das solltest du auch tun. Dann hast du Erfolg auf der ganzen Linie.